Eine geile Torhymne kann das Stadion zum Explodieren bringen, deswegen werde ich heute alle der ersten Bundesliga ranken. Ganz wichtig, das Ganze ist natürlich rein subjektiv nach dem eigenen Geschmack, schreib mir gerne mal dein Ranking unten in die Kommentare. Ganz wichtig, ich kann wegen den Copyright-Gründen keine Musik einblenden, das bedeutet, hör die dir gerne mal an, falls du die nicht kennen solltest. Auf Platz Nummer 18 habe ich RB Leipzig mit I Feel Good und wir haben zwar eine Mannschaft, die hat gar keine Torhymne, aber die hier finde ich noch viel schlechter, weil das ist für mich einfach keine wirkliche Torhymne. Dieser Schrei am Anfang und dann die Musik, die da so vor sich hin duhlt, so dödelödel. Das ist ja kein wirklicher Hype-Song, der irgendwie die jetzt richtig Stimmung macht, der die Fans nochmal pusht oder sowas. Das ist einfach nur so ein arrogantes Gedudel, was aber niemals eine Torhymne ist. Das passt überhaupt nicht und das ist auch nicht gegen den Verein irgendwie gemeint. Das ist einfach ein geiles Lied, aber niemals nur Torhymne. Müll, gehört da überhaupt nicht hin. Totaler Mist. Auf Platz Nummer 17 habe ich Union Berlin und die habe ich über RB Leipzig, aber die haben einfach keine Torhymne und dementsprechend kann ich die nicht irgendwie anders ranken. Ich finde es immer noch besser als I Feel Good, deswegen sind sie auf 17, aber Union Berlin hat eben keine. Auf Platz Nummer 16 habe ich den VfL Wolfsburg mit Ramalama Ding Dong und auch das ist so, naja, keine so krasse Torhymne. Das ist ganz cool, das Lied ist auch gar nicht mal schlecht oder sowas, aber so als Torhymne, nee, sorry, das passt für mich auch nicht und das ist auch irgendwie nicht geil und das zu hören macht auch jetzt nichts mit mir, wo ich sage so, yo, ey, das finde ich jetzt richtig nice und so weiter, das bockt und das macht auch die Stimmung nochmal so ein richtig, gibt nochmal so einen Push oder sowas, das ist auch nicht gegeben, also nee, auch irgendwie nichts Besonderes, nicht wirklich cool, ein bisschen kindisch irgendwo fast schon, nee, sorry, also Platz 16, mehr geht da nicht. Auf Platz Nummer 15 habe ich die TSG Hoffenheim mit Was wollen wir trinken und das ist eigentlich gar kein so schlechtes Lied, muss ich sagen, aber auch hier gilt wieder, ja, das hypt mich jetzt auch irgendwie nicht und das ist auch jetzt nicht irgendwie so, yo ey, jetzt geht's hier richtig ab und das macht richtig Bock, das ist auch dieses Dö-dö-dö, das ist so monoton mehr oder minder und außerdem muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich jedes Mal einen anderen Text im Kopf, also ich habe da Jan Pillemann Otze im Kopf und dann denke ich mir jedes Mal wieder, alter Vater, ne, macht das jetzt aus. Deswegen, das ist auch so, nee, das ist auch keine geile Torhymne, gefällt mir auch nicht so wirklich, also muss ich sagen, so die letzten Plätze, das ist einfach, bis auf Union Berlin, die einfach keine haben, ist einfach Müll, sagen wir mal ganz ehrlich, ist einfach nicht cool als Torhymne. Auf Platz Nummer 14 habe ich den FC Bayern München mit Hooked on a Can-Can und dann könnt ihr euch auch vorstellen, wer auf Platz 13 sein wird, die sind also simultan im Prinzip zueinander und der FC Bayern München hatte schon richtig geile Torhymnen. Ich fand sogar Seven Nation Army White Stripes, diese ein bisschen Techno-Version, ein bisschen basslastigere Version, fand ich sogar cooler als das jetzt. Auch die ganz alte bayerische Musik fand ich mega nice, hatte einen richtig Identitätsfaktor mit dem Verein, mit der Umgebung eben. Aber das finde ich jetzt irgendwie, ne, das finde ich irgendwie nicht so geil, das passt nicht so wirklich, das ist nicht cool, also ich weiß nicht, ich finde, man hat sich da irgendwo verschlechtert. Ich weiß nicht, wie es die Bayern-Fans unter euch sehen. Ich weiß, dass manche richtig nice finden. Manche sagen aber selber, ey, nee, so wirklich, das ist es nicht. Aber nee, es tut sich auch bei mir da nichts, wenn ich das höre. Ich finde es eher so, oh, boah, muss das jetzt sein? Und auf Platz 13 haben wir dann natürlich logischerweise den VfR Bochum mit dem gleichen Lied quasi, Hooked on a Can-Can. Ich glaube, es wird so ausgesprochen. Auch, wie gesagt, ich finde es hier nicht cool. Ich muss sagen, beim VfR Bochum kommt auch durch das kompakte Stadion nochmal ein bisschen mehr Atmosphäre durch, finde ich persönlich. Aber das soll natürlich jetzt nicht irgendwie da reinfließen. Deswegen Platz 13 für Bochum. Wie gesagt, ich mag das Lied nicht so gerne. Das gibt mir nicht so viel als Torhymne. Es ist okay, aber nee, nicht so wirklich geil einfach. Auf Platz Nummer 12 habe ich den SC Freiburg dann mit I Will Survive und das Lied ist ganz cool, das mag ich sehr, sehr gerne eigentlich und auch dieses, wie das so langsam anfängt und dann halt schneller und lauter wird, das ist sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Allerdings ist auch das nur so mittelmäßig, also sie hatten auch schon andere Lieder, ich kenne die Namen jetzt ehrlicherweise nicht, die fand ich fast noch ein bisschen cooler, das war so ein bisschen, noch so ein bisschen mehr Power, aber das ist gut, das ist cool, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, so, yo, das finde ich geil, wenn ich das jetzt höre, also wenn ich als neutraler Fan ins Stadion gehen würde, da muss ich sagen, dann würde ich jetzt nicht darauf hinausfiebern, irgendwo, dass da die Torhymne läuft. Da gibt es andere Mannschaften, da tue ich das. Da denke ich mir, ey, ich will das mal gehört haben hier. Da, ja, nee, muss ich sagen, ist okay, ist besser als die anderen, aber auch jetzt nicht wirklich was Besonderes. Auf Platz Nummer 11 habe ich dann Mainz 05 mit dem Mainzer Nahallamarsch und das finde ich richtig cool, muss ich sagen. Das ist eine sehr, sehr originäre, einzigartige, auf die Region angepasste Musik. Die ist für viele wahrscheinlich nicht so geil, also es ist schon sehr, sehr speziell das Ganze, aber ich finde es richtig, richtig cool. Und das ist zum Beispiel eine Hymne oder beziehungsweise eine Tormelodie, die ich unbedingt mal gehört haben wollte. Habe ich in einem Kontext, der mir nicht gefällt, als Schalke-Fan im Auswärtsblock, aber nun gut.
gut, aber trotzdem insgesamt eine richtig coole Hymne. Und da ist für mich auch ein Riesensprung nochmal, muss ich sagen, zwischen den Plätzen da drunter und jetzt dieser Hymne. Einfach weil die auch einen gewissen Bezug hat. Die ist was Besonderes, die ist einzigartig und die passt richtig, richtig gut zum gesamten Verein. Finde ich sehr, sehr cool. Höre ich total gerne, mal schauen, wo wir die nächstes Jahr hören. Auf Platz 10 haben wir den BVB und das gefällt mir als Schalke-Fan natürlich nicht ganz so gut, wenn ich die höre, weil dann ist was passiert, was ich nicht mag. Aber wie das so anfängt, dieses finde ich richtig nice, habe ich richtig Bock, auch mal eventuell als neutraler Zuschauer zu hören, weil dann hat man vielleicht auch nicht so ein mieses Gefühl dabei. Aber insgesamt, die Melodie, die geht nach vorne, finde ich. Und das finde ich immer nice, auch natürlich individuell, wobei das ja halt auch nicht immer sein muss. Das werden wir auch später nochmal sehen. Finde ich aber wirklich cool. Höre ich dann in dem Moment auch deutlich lieber als so manche andere Hymne, ehrlicherweise, beziehungsweise wenn ich Hymne sage, meine ich immer die Tormelodie, ne, also finde ich gut als Tormelodie, gibt immer noch bessere, es gibt noch welche, wo ich sagen würde, ey, die holen noch mehr aus dem Publikum in dem Moment einfach raus, dass die noch mehr abgehen, beziehungsweise vielleicht noch auf so einer anderen Ebene wirken, das ist ganz unterschiedlich, das werdet ihr auch noch sehen, deswegen der BVB bei Platz 10 absolut Mittelmaß, gut, finde ich diesmal auch nicht mehr so schlecht wie die davor, finde ich also, ist so ein Bereich, wo ich sagen muss, die finde ich jetzt auch alle gut, also die mag ich gerne, die finde ich nicht mehr so komplett Absturz wie ganz unten, also I Feel Good oder auch Ramalama Ding Dong, wo ich echt sagen muss, so, boah. Auf Platz Nummer 9 haben wir den FC Augsburg mit Eine Insel mit zwei Bergen und das passt natürlich total zur Augsburger Puppenkiste, ist so ein bisschen so eine Rockversion davon, klingt aber, wie ich finde, richtig cool. Ich muss sagen, der FC Augsburg ist für mich ein total unspektakulärer Verein, also ich weiß nicht, der ist so komplett unauffällig in vielen Bereichen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber was die Melodie angeht, finde ich das richtig cool. Also die Tormelodie ist so total nice gemacht und die hört sich auch richtig gut an, wie ich finde. Ich mag es total gerne, dass das so ein bisschen diese basslastigere Rock-Version ist. Die klingt immer noch ein bisschen besser, meiner Meinung nach, ist auch halt stadiontauglicher als die normale Version und insgesamt wirklich eine richtig coole Hymne, beziehungsweise eine richtig coole Tormelodie, die ich total gefeiert habe, als ich das erste Mal gehört habe, obwohl es in dem Moment halt gegen meinen Verein ging, aber das einfach mal so zu hören, fand ich halt ehrlicherweise total nice. Auf Platz Nummer 8 haben wir Werder Bremen mit I'm Gonna Be 500 Miles und hier ist eigentlich ehrlicherweise, wenn man mal ganz ehrlich ist, die ersten Sekunden entscheidend. Die Melodie, ja, ist okay, die macht aber irgendwo auch gute Laune, finde ich. Die ist la, finde ich cool, aber das Horn ist so geil und man muss mir jetzt dazu gestehen, dass ich das zur Tormelodie zähle, weil es ist dieser eine Abwasch, weil ich werde am Ende auch noch, wird es auch noch was geben, wo ich auch noch was ranke wegen etwas, was dazu kommt, finde ich sehr, sehr geil. Dieses Horn ist mega. Das alleine macht die Tormelodie für mich 2, 3, 4 Plätze höher, weil dieses I'm Gonna Be, ja, wie gesagt, macht gute Laune, ist cool, ist aber jetzt auch nicht so krass Besonderes, aber das Horn, das ist so phänomenal. Da kriege ich wirklich regelmäßig, wenn ich das höre, selbst im Fernsehen, Gänsehaut. Platz Nummer 7 ist der SV Darmstadt 98 mit O Lilien, hört man das wahrscheinlich, aber es heißt eigentlich Die Sonne scheint. Das ist dieses O Lilien und so weiter. Ich will jetzt hier gar nicht anfangen zu singen, finde ich aber richtig nice und habe ich jedes Mal wirklich, wenn ich da war und es lief, habe ich einen Ohrwurm von. Wirklich, habe ich aber auch regelmäßig, wenn ich hier mal unterwegs bin oder sowas und ich denke irgendwie an Darmstadt, an die Mannschaft, weil ich irgendwas wieder plane für ein Video, dann habe ich automatisch dieses O Lilien im Kopf. Das ist total cool, das ist total eingängig. Und das hast du wirklich andauernd im Kopf. Und in dem Moment, wo ich sagen muss, ich habe das andauernd im Kopf und ich sehe, wie die Fans da abgehen, wenn die Melodie läuft, muss ich sagen, finde ich das total geil. Ist bei mir Platz 7 eine richtig nice Tormelodie. Platz Nummer 6 ist Eintracht Frankfurt, ein Ausschnitt aus der Ouvertüre zu Die leichte Kavallerie. Und das ist natürlich mega geil. Und vor allen Dingen, was das ist auch, ich finde immer, die haben das sehr, sehr gut drauf. Das Tor ist gerade gefallen und dann geht's direkt los. Bei manchen ist es ja so, dass sich das so langsam aufbaut und dann zum Höhepunkt kommt. Aber da ist das Tor, der Ball ist gefühlt noch nicht mal ganz drin und da ist schon los. Da ist schon Vollgas drin. Und das finde ich so richtig geil, weil das geht so nicht so von 0 auf 100 in 5 Sekunden, sondern von 0 auf 100, bam, ist man drin und go. Die Melodie ist natürlich fantastisch, ist natürlich legendär, muss man sagen. Also das verbindet man einfach mit Eintracht Frankfurt und finde ich richtig, richtig geil. Auch wenn ich es natürlich insbesondere als Gast nicht gerne höre. Insgesamt aber eine wirklich coole Torhymne, die ich total feiere. Kommen wir zu Platz 5 und das ist Bayer Leverkusen. Die hatten ja sehr lange eine alte, die gleiche Rocking All Over the World
heißt die, glaube ich, die hat man ja geändert. Around the World. Das lief ja früher ab dem dritten Tor bei denen. Mittlerweile läuft es immer. Und ich weiß nicht, warum, ich feiere das. Das ist eigentlich nicht mal was so ganz krass Besonderes, aber das ist so eine geile Melodie. Das ist so, so cool. Und ich finde persönlich, das passt so unfassbar gut als Torhymne. Und ich persönlich glaube auch und ich finde, das provoziert einen Gästefan richtig. Dieses Gefühl, dieses richtig locker leicht, dieses la la la. Das ist sowas so. Du hast sowas, also ich finde, das hat sowas ganz Cooles in Anführungszeichen an sich, wo man als Gästefan schon sich denkt so, boah, was sind das denn bitte für arrogante Fatzken? Aber irgendwo auf eine Art, die ich gut finde, die ich mag. Nicht so arrogant wie I Feel Good, was einfach nur ist, sondern auf eine Art, die einfach nice ist. Und dieses Around the World klingt geil. Also die Melodie klingt geil, im Stadion geht das richtig ab und ich finde es richtig nice. Also Platz 5, fantastisch. Und ich finde es richtig gut, dass man die auch geändert hat und jetzt immer spielt. Platz Nummer 4, und jetzt habe ich mich langsam richtig schwer getan, ist für mich Pennywise, Broham, VfB Stuttgart. Und das ist halt voll mein Musikgeschmack. Also Pennywise gefällt mir allgemein schon sehr als Band. Und dieses Lied ist einfach so geil. Und beim VfB Stuttgart, dann geht's da halt aber auch wirklich ab, muss man sagen. Die Fans sind natürlich fantastisch. Das macht das dann fast nochmal besser. Die Melodie an sich finde ich schon so genial mit der ganzen Sache. Und dann kommen die Fans noch und machen dann noch ihren Teil dazu bei, dass sie dann halt auch noch Vollgas geben. Will ich jetzt hier nicht so krass damit einzählen. Es geht mir mehr um die Melodie. Aber es ist halt einfach geil. Es ist einfach geil, wer es noch nicht gehört hat, die so, ich, wie gesagt, will gar nicht so viel singen. Ist cool ohne Ende und da kommt kaum was drüber. Geniale Melodie, und wenn Stuttgart die irgendwann mal ändert, ich glaube, dann werden auch die Fans, so hoffe ich, auf die Barrikaden gehen, weil das soll bitte auf gar keinen Fall geändert werden, weil das ist einfach nur geil. Kommen wir zu Platz 3, und jetzt hat es mich so ein bisschen genervt tatsächlich, weil jetzt kommt Heidenheim mit Scooter Maria, I Like It Loud, und das Problem dabei ist natürlich, dass wir diese Melodie zweimal haben. Und soweit ich das im Hinterkopf habe, hatte Gladbach die schon länger als Heidenheim. Und bei Heidenheim klingt sie minimal anders, aber die Melodie ist halt total cool. Aber ich möchte ehrlicherweise da deutlich mehr bei Gladbach sagen. Und deswegen sage ich Heidenheim auf Platz 3, einfach weil man die gleiche Melodie hat. Und auf Platz 2 kommt Borussia Mönchengladbach mit Maria, I Like It Loud. Da hat man allerdings noch mal ein bisschen was mehr, denn man hat am Ende auch noch den Stadionsprecher mit diesem Tor für die Borussia, was dann noch dazu kommt, was das Ganze noch mal viel geiler macht. Weil das im ganzen Stadion so zu hören, ist fantastisch. Das macht das Ganze noch mal einen Ticken besser. Und insgesamt, die Melodie ist cool. Also ich meine, Scooter als Torhymne ist halt irgendwo absolut genial und passend. Machen ja auch nicht nur Gladbach und Heidenheim, wenn wir dann mal auf die zweite Liga schauen. Deswegen muss ich sagen, feiere ich total, feiere ich bei beiden Mannschaften. Ich finde es bei Gladbach insgesamt halt einen Ticken cooler, weil vielleicht auch die Umgebung dazu ein bisschen geiler nochmal ist. Einladender ist, dieses Ende passt mehr. Man hat, glaube ich, auch mehr von der Melodie. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Insgesamt aber als Lied absolut passend und mega cool, deswegen Gladbach auf der 2. Und damit ist mein Platz 1 der erste FC Köln mit Der Räuber, denn wenn et Trümmelche geht. Und ich habe vielleicht auch so ein bisschen einen Bias, weil ich in der Region auch wohne, aber das Lied ist so geil und ich war schon so häufig auch im Rhein-Energie-Stadion, meistens halt als Gästefan, und trotzdem habe ich jedes Mal ein Grinsen auf den Lippen, wenn ich das Lied höre, selbst wenn ich halt im Gästeblock stehe und mir denke so, was machen meine Jungs denn da wieder? Trotzdem, diese Melodie ist so geil. Und wenn gefühlt jeder Fan das Ding auch noch mitsingt, dann macht das nochmal mehr Bock. Und ich weiß nicht, ich kann den Text auswendig. Ich feiere es, ich höre es privat, wirklich. Ich habe das in meiner Spotify-Playlist drin und höre das regelmäßig. Allgemein auch ein paar Kölsche Lieder, ehrlicherweise. Aber ich feiere das total und für mich mit Abstand die Beste. Mit Abstand die Beste, das ist vielleicht nicht die, die am meisten nach vorne geht. Wenn man die wählen müsste, müsste man wahrscheinlich Maria, I Like It Loud nehmen, weil die geht halt am meisten ab. Aber denn wenn ein Trümmelchen geht, ist halt einfach geil. Es ist Kult, es ist so cool, es klingt so nice, es passt so unfassbar gut auch zum Verein. Jetzt bin ich allerdings mal auf deine Meinung gespannt. Welche Melodie wäre bei dir auf Platz 1? Welche findest du am schlechtesten? Was sagst du zu meinem Ranking? Schreib mir alles unten in die Kommentare, auch ob ich die zweite Liga mache. Soll. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Ciao.